Okay, dann müssen wir einmal den langen Weg wieder zurück und rumgehen, damit wir nicht an von Wöllner vorbeikommen. An George Washingtons Zimmer vorbei. An des Mordopfers Zimmer vorbei. Können wir hier runter? Ja, könnten wir. Wo sind die vielleicht hingegangen? Ich gehe noch mal runter. Ich muss ja herausfinden, wo die ganzen Leute sich hinbegeben haben. Oh Gott, jetzt habe ich manuell Gedolphin. So. Seht ihr irgendwo hier jemanden? Nee, ne? Das hier sieht alles eigentlich sehr leer aus. Zumindest sehe ich spontan nirgendwo jemanden. Das Einzige, was ich versuchen könnte, ist nochmal in die Krypta runterzugehen, bevor ich hier reingehe. Welchen Weg musste ich denn dafür noch begehen? Hier lang? Hier lang, hier lang, hier lang? Einmal hinten rum, ne? Also der Weg zur Krypta ist halt immer noch unten offen. Kann ich aber nicht runter, weil das Spiel mich nicht lassen möchte. Okay. Kann ich mitleben? Kann ich mitleben? Ah! So, gleichen Weg wieder zurück, damit wir in die anderen Zimmer reinkommen. Aber das war doch das große Halle mit den ganzen Gemälden, ne? Kann es sein? Ja. Mit den ganzen vielen teuren Kunstobjekten. Skudoi. Ich will doch mal wieder in den geheimen Raum. Da hatte ich auch noch nicht alle Artefakte untersucht, aber da kommen wir halt nicht mehr rein. Gut. Einmal durch die riesige Geheimbibliothek mit den 100.000 Büchern. Also ich meine, das ist eine Bibliothek, ne? Also Wikipedia ist zwar immer noch größer, aber das in echt, das... Boah. Atreus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade okay. me from reading it. Dann mal eine gute Nacht, werter Mordo. Und hab. Ja. Schlaf gut. Mal gucken, wie weit ich hier noch komme. Da spielt jemand Klavier. Nee, das Cello. Nicht Cello. Wie heißt das? Oh, das muss ich doch wissen. So, eben kurz bevor ich mit ihm spreche, kenne ich ein paar seiner Schwächen. Ich kenne nichts von ihm. Okay, dann hauen wir mal rein, ne? Duke Manuel? Well, well. Monsieur de Richer, I was not expecting you. I am not in the mood, sir, I warn you. What do you want from me, sir? Oh. Fragen, warum er bei seiner Ankunft verärgert war. Erstmal wollen wir gucken, welche Schwächen er hat. Das hält ja ein bisschen vor. Okay, keine Schwäche. I see you're still feeling under pressure. Since your arrival, I've noticed that you've been on the defensive. It seems to me that Monsieur Paru has a knack for getting your back up. That is the least you can say. Indeed. I was warned. I knew what to expect. For God's sake, why in the hell did your people execute their king? Have the French gone stark, raving mad?
There are nothing but monarchies in power in Europe. They will all come crashing down on you. We shall see. It might well turn out to be the opposite. You certainly do not lack for audacity, young man. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? He is alone, isolated. The United States can do nothing to help you, and France is surrounded by over 10 countries just waiting for the world to pounce. Really, I do not see why you choose Mortimer. Oh. Okkultismus ist eine Schwäche. The Golden Order, my friend. The Order is everywhere. We come from France, we are present in the United States, England, and many other countries. We have ambitions and the means to carry them out. You'll see, once all hell breaks out and your English support starts to fade away, the Order is an international organization. It matters little what governments do. Otherwise, why would Mortimer have gone to the trouble of inviting my mother? If you are right, Sir Gregory has got it all wrong. Tell me, do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Was hat er denn davon? Oh, ich zücke jetzt gleich den Brief, ne? Hey, komm, du hast doch noch eine Geliebte und ich denke, du willst eher ein bisschen Macht und Geld von der Königin noch weiter bekommen, oder? Ach du meine Güte. Wenn ich jetzt noch einmal Manipulation nutze, dann krieg ich ein neues Talent. Und ich glaube, das will ich auch nutzen, weil ich habe ja gesagt, wir sind der Okkultist, wir sind der Manipulator, also gehen wir voll rein und nutzen einfach mal genau den Scheiß. Auch wenn wir uns damit theoretisch Feinde machen. Ne? Ich meine, gemeinsam gegen England kämpfen, das wäre halt ein Ding, weil ne, Spanien und England waren so im 18. Jahrhundert auch nicht so die besten Freunde. Spanien könnte für einen guten Preis verkaufen. Ja, natürlich. Louisiana sorgt für mehr Probleme als Lösung. Machen wir mal einen mehr auf Manipulator. Auch wenn ich eher hier das gegen England kämpfen Argument eleganter finden würde. Aber wir manipulieren mal. Manuel, for Spain, I don't know. But for you, I'm convinced that Lord Mortimer will thank you generously. You would not be trying to bribe me, would you? Nothing could be further from my mind. It would be an insult to believe that someone such as yourself might have a practical attitude towards its virtue. Even so, it is only natural that you be supported and encouraged if you were to follow Lord Mortimer, isn't it? Indeed, for services rendered, it would be natural for me to receive compensation for the time spent achieving such an undertaking, yes? Naturally. And given your status, my Lord Duke, the compensation would have to be considerable. Naturally. Tell me one last thing. What would I gain from all this? Okay, darüber reden, was er nicht verlieren würde. Mortimer wäre ihm dankbar. Ihn in den Krieg ziehen, ihn über Gebühr reizen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das da machen soll. Er würde seine Stellung im spanischen Hof festigen, ja. Ich könnte ihn erpressen. Das könnte ich tatsächlich machen. Er wäre frei von Home. Aufgrund meiner Vision. Ich glaube, das mache ich. Er wäre frei von Home. Das ist eine persönliche Motivation. Das wäre natürlich auch eine Motivation. Er wäre dadurch halt stärker im Hof gefestigt und da hat er mehr persönlichen Dings von. Aber hier wäre er frei von Home, endlich. You unshackle yourself from Sir Gregory, who, let's face it, takes up a lot of space. What are you talking about? My friend, I'm guessing that you wouldn't mind getting a little freedom from the overbearing control he exerts? I would never have gotten where I am today without him. He is an influential man, who is true to his word, and who has always given me his full attention. But he obliges you to... That's enough. I will not allow you to stab him in the back. Sir Gregory is a respectable gentleman, and your petty manipulations have no effect on me. If that is your only argument, then you are on the wrong track. Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das schief geht. Dann machen wir das hier. If you continue with home, our two countries will become rivals. It could turn into war. Who knows?
It is likely even. A war, Duke Manuel. On our own territories. Do you really see yourself committing the Kingdom of Spain to an armed conflict against France? Can you imagine the financial investment required, not to mention the loss of lives and dishonor at the slightest defeat? Do you see yourself being the man responsible for that? No, but you are the one who's pushing me into it, you damned Frenchman! I'm not pushing you into anything, Duke Manuel. If you are a man of the future and of progress, as I'm given to believe, you will know how much suffering a war would bring. Come on, you fool, give it up. You're trapped like a rat. Monsieur, I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. Wie konnte das denn jetzt auf einmal gelingen? Next time. Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's support, then yes, you can count on my vote when the time comes. However, I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement will become null and void. Of course, my Lord Duke. You can count on me. Lord Mortimer will be delighted to hear the news. I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. See you tomorrow. Well, that's one thing out of the way. The only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Please, leave me, sir. From now on, no one must see us together. Okay, das kriegen wir hin. Ich guck mal, ob ich nochmal mit anderen Leuten sprechen kann. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Noch ein paar andere Seiten der Geschichte mitzubekommen. Oh, warum fällt mir einfach nicht ein, wie dieses Musikinstrument heißt? Ist es ein Cello? Nein. Cello ist doch das große Streichinstrument. Oh. Das regt mich gerade auf. Dass ich das jetzt nicht weiß. Hallo? Zeus. Natur. Wie auch immer. Okay, hier ist niemand. What can I do for you, sir? Liebe I am at your service day and night, sir. Er kann nichts für mich tun. Okay. Da darf ich nicht rein? I would like to come in. I am sorry, sir, but that is not possible for the moment. Und warum? Zwei Überzeugungen. I'm looking for someone. Tell me at least who's in there so I don't needlessly go looking around for hours. Duchess Hillsborough is speaking with Sir Gregory, sir. The other guests have gone back to their rooms through the other side. Vielen Dank. Very well. Thank you. Good evening, sir. Okay, also mit Emily kann ich jetzt erstmal nicht sprechen. Alle anderen sind wieder zurück auf ihren Zimmern. Was zur Hölle? Warum? Nein. Hey, Peru's name tag's fallen off. And his door is ajar. Oh no, no, sei nicht tot, sei nicht tot. Oh. Dear Monsieur Per. All right, I've retrieved everything. Oh nein, nein. Das wird doch so schief gehen. Was? Hier ist nichts los? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendwie ein Kampf stattgefunden hat, aber hier hat jemand sein Zimmer durchsucht. Mal da. Diesen Balkon konnte ich bisher auch noch nicht. Leave me, Dorice. I don't feel like talking.
Dann bleibe ich einfach mal und sage nichts. Are you gonna keep sticking to me like glue? Hell's bells, I don't deserve this. There's nothing you can do for me. What's going on? Maybe I can help. Not anymore, you can't. Not against him. But thanks for the offer. Who are you talking about? You know very well. Lord Mortimer? You talk as if you were in danger, monsieur. Has he threatened you in any way? I'm done for, Monsieur de Richet. I played with the devil, and I lost. Hat er jetzt schon etliche Male gesagt. Jacques, Psychologie ist deine Schwäche. Ist nicht alleine, er hat seine Tochter. Don't you think it would be good for you to shed your burden? That is my intention. You're worried. You have a secret. You're afraid of talking about it. You're protecting someone who is dear to you. And apparently, you're prepared to die for that person. Twice over. Are you afraid for your daughter? What are you? Be careful, Derice. Be very careful what you're about to say if you don't want to go flying off the balcony. What do you know about her? Danke, Kalle. Nothing. Cembalo. The fact that you love her and you're saying goodbye to her. I read your letter on your desk. I ought to get rid of you. Perhaps I can help you. The hero syndrome. You always think you can fix things. She will be safer far away from me. That's it. What's more, no one must find out where or who she is. Is that clear? Perfectly. Crystal. Why say goodbye to her? She must still need you. The only thing she needs is for him never to find her. Time is short, Louis. Follow my advice. Find your mother if she's still alive, and get out of here. Flee this damned island of doom. Are we in danger? You've been in danger since the minute you set foot on this rock. He wants you. He's sizing you up. He is circling around you. It's blindingly obvious. And you, flattered as you are, will soon be running around for him just to keep your place among his precious few. It feels so good to be accepted by him. You will experience power, wealth, glory. He will give it all to you. Until one day, you will feel so eaten up inside that you will no longer know who you are. You will find yourself void of all conscience, of all freedom. You can no longer look at yourself in the mirror without feeling sick. Refuse, I tell you. From now on, say no. No! You're a good man, Louis. You look after yourself. As for me, I shall take back my freedom tomorrow morning. I'm through with it all. There you go. Back in the saddle. I'm glad to hear it. Come on. It's late. I'd like to get some rest. Very well. I'll leave you then. See you tomorrow, monsieur. Okay. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich hier nochmal... Ne, ich kann hier nicht zu Napoleon rein. Okay. Doch. Nicht doch. Kann ich zu Emily da gerade... Nein, natürlich kann ich da nicht rein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hallo Napoleon. Was geht bei dir so ab? Du dürftest jetzt ja auch... Und hier das Kistchen. Kann ich nicht aufmachen. Okay. Nehmen wir hier alles Zeug mit, so was wir wiederfinden. Ein paar Sachen scheinen hier tatsächlich zu respawnen. Aber wir haben ja hier schon mal alles durchsucht, deshalb gehe ich hier direkt mal wieder raus. Warum auch immer ich in das anliegende Zimmer da von Napoleon nicht rein kann. Vielleicht muss ich wirklich von vorne rein. Okay. Aber Jacques Perru, der ist dann jetzt gerade ein bisschen fatalistisch. Also ich weiß nicht, ob er morgen früh dann einen Attentatsversuch macht oder ob er einfach Mortimer die Stirn bietet. Wir können hier rein, aber nicht von der anderen Seite. Die
Texte haben wir halt hier alle schon gelesen. Jetzt mit dem Schwert hier auch. Durchsuchen. Jetzt haben wir Aufmerksamkeit. Jetzt geht das auch. You say that if you drink this, it gives you a real boost. So, lieber Monsieur Bonaparte, in Bezugnahme auf Ihre Bitte, in unsere Gesellschaft aufgenommen zu werden, muss ich Sie hiermit informieren, dass Sie leider die Voraussetzungen nicht erfüllen, um ein Mitglied des Goldenen Ordens zu werden. Ihr Interesse in unsere Forschung und Aktivitäten ist dennoch eine große Ehre für uns. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Ihre Begeisterung für die okkulten Wissenschaften es Ihnen eines Tages ermöglichen wird, sich uns anzuschließen. In großer Vorfreude auf diesen Tag wünsche ich Ihnen bis dahin alles erdenklich Gute. Sarah de Richet. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Napoleon tatsächlich versucht hat, bei uns in den Goldenen Orden reinzukommen. Und dass meine Mutter ihn abgelehnt hat. Hm. Hallihallo, Kate. Also, was hast du verpasst? Du hast verpasst, wie ich im Garten einen Zugang in meinem Heckenlabyrinth zu einer kleinen Krypta gefunden habe, wo ich im Prinzip sowas wie eine Schlafstätte gefunden habe, wo wohl wahrscheinlich meine Mutter gepennt hat. Und da unten war auch ein toter Wächter. George Washington hat mich erwischt, den habe ich aber sofort wieder weggeschickt, damit er da nicht gesehen wird. Und im Prinzip hat es bisher niemand anderes da mitbekommen. Dann gab es eine Konferenz unter allen Teilnehmern, also dieses typische geheimgesellschaftsmäßige. Wie lenken wir die Welt weiter? Der gute Herr Mortimer, also unser Gastgeber, hat in einem privaten Gespräch mit mir erklärt, worum sich jetzt das aktuelle Thema dreht, und zwar soll Louisiana und der Rest der USA, der unter oder der Rest des nordamerikanischen Kontinents, der unter spanischer Kontrolle steht, von Spanien an Frankreich geschenkt werden. Und zwar ist Mortimers Intention dahinter, dass später Frankreich diese Teile an Amerika abgeben wird, weil Spanien würde das niemals direkt alles an Amerika abgeben. Und währenddessen, während Frankreich Louisiana besitzt, soll es dann halt in Europa einen Krieg geben, dass Frankreich entsprechend Kriege wahrscheinlich gegen Spanien führt und ähnliches, um halt von Louisiana abzulenken. So, dass damit halt die USA groß werden können. Dass Frankreich und die USA als Supermächte nachher etabliert werden können, um Demokratie auf der Welt zu verbreiten. Nebenher habe ich aber halb mitbekommen, dass tatsächlich Mortimer mit Napoleon zusammen mit vorgehaltener Hand versuchen, irgendwas mit Italien zu machen. Also, dass da auch wahrscheinlich eine Invasion stattfinden soll. Leider bin ich nicht mehr ganz so geschichtsfest, was wirklich geschehen ist. Aber im Prinzip handelt es sich darum. Und ich sollte jetzt den spanischen General davon überzeugen, dass er tatsächlich nach am Ende zwei Drittel von dem, also was Spanien halt an Nordamerika hat, an Frankreich abgibt. Und ich denke, das habe ich gekriegt. Und jetzt versuchen wir halt erstmal hier gleich ins Bett zu kommen. Wir haben noch den Herrn Jacques Perru, also den Kumpel von Napoleon, nochmal gesprochen. Und der plant irgendwas morgen früh. Der plant irgendetwas. Der hat halt total Angst um seine Tochter, deshalb versteckt er sie vor Mortimer. Und der will, und Zitat Jacques Perru, er will sich seine Freiheit morgen früh zurückkaufen. Und ich habe keine Ahnung, was er macht. Ob das ein Anschlag auf Mortimers Leben sein wird oder was auch immer. Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? No. No, I'm sorry. I don't know where he is. Ah, very well. I shall wait for him in that case. Ich darf niemanden wissen lassen, dass Manuel Godoy, also der spanische General, und ich ein Gespräch hatten, um uns halt abzusprechen. Deshalb.
So, ich guck noch mal ganz kurz, bevor wir ins Bett gehen, ob George Washington wieder schon auf dem Zimmer ist. Und ich kann niemals in PRGs Zimmer rein. Das irritiert mich. Und ich glaube auch tatsächlich, dass PRG ein richtig falsches Spiel spielt. So. Hallo, Mr. Washington. Bist du da? Ich möchte eigentlich gerne mit dir reden, aber du bist nicht da. Schade. Ich hatte gehofft, dass er da ist. Okay, gehen wir ins Bett. Hauptsache, da liegt nicht schon wieder Emily drin. Gut, hauen wir uns ins Bett, hoffen wir, dass morgen alle unsere Konzentrationspunkte wieder weg sind, weil langsam gehen mir auch die Items aus, um das alles immer wieder aufzufüllen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Kalle. Wir sehen uns beim nächsten Mal und den Rest, falls du Interesse hast, kannst du ja hinterher anschauen. Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? That's not what I said. Ah, by the way, you surprised me during the conference. Why is that? Well, you are going to lose. Why stay with Lord Mortimer? Sie versucht mich natürlich zu überzeugen. Every chance of winning. My, you are a rash one. However, if ever you want to change sides, please feel free to let me know. But tell me, you didn't come here to try and make me change my mind, did you? That's the last thing on my mind. Although you would have everything to gain by it. Oh. Do you perhaps know something that I don't? Come on, Emily. It's time you lay your cards on the table. Die weiß etwas. Nee, das darf ich auf jeden Fall nicht erwähnen, weil dann gebe ich ja erst schon etwas Preis über Louisiana. Ist es nicht gerade klar, dass sie uns verführen will mit... Ey, komm, wenn du die Seite wechselst, dann... hey, wir können zusammen vielleicht nochmal ins Bett, wenn du möchtest. Nee, also so stumpf finde ich auch nicht, aber ich versuche jetzt erstmal ein bisschen was rauszuholen an Infos. If you know something I don't about Lord Mortimer, now's the time. I don't want to speak ill of him, but in certain circles, you can't exactly say he has a good reputation. Continue. Well, there have been instances where he has used people, then gotten rid of them once he no longer seemed to need them, Louis. He makes fine promises, makes you feel valuable, tests you. But beware. I'm worried that something might happen to you. Are you advising me to change sides as a precaution? I'd rather say, as a safety measure. Louis, if you trust me, you ought to ask yourself why I have chosen home. You do trust me, don't you? Ich vertraue ihr schon irgendwie. Aber ich bin Manipulator. Warte mal, aber sie war... Warte mal, das war doch eine ihrer Immunitäten, Manipulation, oder? Ich habe noch gar nichts über ihre Schwächen. Das müssen wir jetzt ändern. Gut, dass wir das gemacht haben. Manipulation, ist sie immun gegen? Ich sag mal ja. Ich vertraue ihr. Of course, Emily. Admit though that it does make you think. There's still time, you know. Join us before it's too late. Ich bin hin und her gerissen, so oder so, weil natürlich ist mir das klar. Jacques Peru ist das beste Beispiel dafür, dass Mortimer natürlich alle Seiten gegeneinander ausspielt. Das macht er die ganze Zeit schon in der Konferenz. Aber jetzt offensichtlich die Seiten wechseln? Ich bleib erstmal bei Mortimer, um Sachen herauszufinden. Und ich frage mich gerade, wie Emily eigentlich hier sein kann. Weil eigentlich ist sie gerade im Gespräch mit Home. Ist ihre Zwillingsschwester vielleicht doch nicht verschwunden?
Ich bleib erstmal bei Mortimer. Unfortunately, my word is my bond. I don't want to leave Lord Mortimer in the lurch. Very well, as you wish. It's up to you to decide. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Über Emma reden. Still nothing. And you? Any news of your sister? No, but knowing her, I'm persuaded she's on someone's trail. You'll see. She'll surprise us all. If only you knew, Emily. You're right. We must remain positive. I'm sure it won't be long before she turns up. My thoughts, too. She is Duchess Hillsborough, after all. And as such, she is capable of anything. I am sure that you'll appreciate her. You'll see. No doubt about that. And it might turn out that you prefer her to me. Who knows? Indeed, who knows? You like to play with fire, Louis. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. What? Nicht dein Ernst, oder? Ich glaube tatsächlich, dass ihre Schwester gar nicht verschwunden ist. Dass sie mittlerweile wieder aufgetaucht ist, die Schwester tatsächlich gar nicht tot ist, sondern dass die beiden jetzt halt ein Spiel mit mir spielen. Ach, die nächste Vision. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richer? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. What? Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Yeah, this... Ich glaube, Holm wusste, also das hörte sich gerade so an, als hätte entweder Holm hat gerade Godoy Emily durchblickt. Emily? Oder Are you there? Holm wusste, dass wir solche wie sich, dass irgendjemand in Godoy drin ist, visionstechnisch. Ja, Emily will aber auch tatsächlich ihren Trumpf nicht ausspielen, ne? So im Sinne von, dass wir zusammen gesehen werden. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. Kann ich bitte meine Konzentrationspunkte wieder haben? Ich hatte eine angenehme Nacht, sagen wir es mal so. Oh. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir.
Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me assure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Well, you see, it is more complicated than it... Godoy? Calm, Gregory. Don't try to impress my guests, please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is, by definition, my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you were saying you still had some doubts? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. What do you mean, Duke Manuel? Sir Gregory, I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What? What is he doing? If you think France is afraid of you, you are dreaming. Over 10 nations rise against you, young man, and you behave like a yapping little dog? When the French armies are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? Four, of course. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchesse that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string! Jacques, Camille! Let's end the charade! It's over! Jacques? My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished! I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Uff. Ich kann verstehen, was er will, aber ich kann ihn doch nicht einfach sich selbst ermorden lassen. Auch wenn er seine Tochter dadurch schützen will. So kann man doch auch anders protestieren. Uff. Eingreifen, nicht angreifen. Wenn ich nichts mache, wird er sich umbringen. Alleine von menschlichen Standpunkt aus würde ich sagen, eingreifen. Aber das Spiel wird mir dann wahrscheinlich sagen, ja, jetzt hast du eingegriffen, jetzt hast du den armen Jacques Peru dazu verdammt, unter die Fuchtel von Mortimer wieder zu gehen und dass die Tochter dann halt nachher in Gefahr ist. Das sehe ich kommen, aber ich kann ihn sich doch nicht umbringen lassen. Ich meine, wir sind der Manipulator, ja, aber wir haben doch auch ein bisschen Moral, oder nicht? Wow. Okay. Einmal in meine Rolle zurück. Ich habe ihm gesagt, dass er Nein sagen soll. Ich habe nicht gerechnet, dass er das macht. Er würde seine Tochter alleine lassen. Wenn ich jetzt eingreife, werde ich wahrscheinlich aus Versehen ausplappern, dass er die Tochter hat und dann weiß Mortimer Bescheid. Wenn ich nicht eingreife, ist er einfach tot.
Ich greife ein. Es ist jetzt gerade tatsächlich eine Sache, Manipulator hin oder her, das da ist ein bisschen zu krass. Wait! Dorise, you just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man! Oh, er verdient das nicht. Ihn an sein Kind erinnern. Dagegen ist er immun. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jack. You'll have all the time you need. So, ich könnte ihn jetzt überzeugen. Es wird alles gut oder Logik. Jack, you're not alone. There's nothing you can do against him. Of course there is. We've already started. How can you say that, knowing he's already probably gotten rid of your mother, Louis? No, he hasn't. She's still here. She's alive, Jack. But... Yes, trust me. Das ist seiner unwürdig. Ihm die Waffe abnehmen. Gewandte... oh Gott, wir nehmen die Schwäche. Boah. This is not who you are. You're better than that. You don't know me. Yes, I do. I know you're no coward. So give me your weapon, please. But I... There's nothing to fear. I'm right here. I don't want him to talk to me. Don't worry. You're safe now, Jack. Monsieur Peru, you could have seriously hurt someone if Monsieur Drichet here hadn't stopped you. Your behavior is unacceptable. You would do better to go and rest in your apartment. My friends, we shall continue the conference later. I would like to apologize for the inexcusable behavior of my guest. We all need to recover from all of this excitement. Take the rest of the day off. Ernsthaft, wir haben drei Sätze ausgetauscht und ist der Tag schon wieder frei. Ich habe mich für Lord Mortimers Seite entschieden. Ein Geheimnis zu Napoleon Bonaparte lüften können. Er hat wirklich viel Erfolg gehabt. Ich hätte mich von Lady Hillsborough, das ist der alternative Weg, ja, Sir Gregory Home folgen können, das sind die Alternativen. Vielleicht hätte ich tatsächlich was über Napoleon erfahren können. Da hätte ich wahrscheinlich das Haus weiter durchsuchen müssen. Ich hoffe, dass ich wenigstens am nächsten Tag endlich die Konzentrationspunkte zurück habe. Ich brauche das langsam. Okay. Ich wollte unbedingt Okkultismus bis aufs Maximum steigern. 1, 2, 3... Ich meine, dass wir durch ein Buch noch mindestens einen Okkultismus bekommen, deshalb werde ich den letzten Punkt da nicht reingeben. Dann machen wir als nächstes einmal Befragung. Dann haben wir da auf Stufe 2. Ein Stufenaufstieg bringt dir 3 Konzentrationspunkte. Ja. Dangerous Stakes. Bevor wir da eben weiter gucken. Also wir haben jetzt das heißt, wir kriegen halt mehr Erfahrung. Das ist schon mal ziemlich cool. Und wir haben einen Konzentrationspunkt jetzt mehr. Was ist das hier? Du hast 2 Punkte in Etikette. Schließe 10 Konfrontationen erfolgreich ab. Haben wir bisher, glaube ich, bei allen hinbekommen. Decke alle Immunitäten und Schwächen von Manuel Godoy auf. Sieh dir deine Notizen an. Ja, es ist klar, dass ich diese ganzen Sachen aufdecken kann. Die Immunitäten decke ich aber entweder dadurch auf, dass ich bei den persönlichen Dingen von den Leuten irgendwas finde, was mir dann den Hinweis gibt.
Oder dass ich tatsächlich die Immunität auslöse, das heißt einmal gegen eine Wand renne. Das will ich eigentlich nicht, weil das könnte mir ein komplettes Gespräch zerschießen.